Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 15. Ach, 19.02.2020. Und wenn sich mal jemand so überlegt hat, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ein Profi-Trader an so einem Tag, wo die Wohler so gering ist, wie sieht das aus, was der macht? Genau, so sieht's aus. Nee, also, ja, das war ein Stefan. Also. Da war ja gar nichts los. Also das sah immer mal ganz gut aus. Dann hat er wieder angezogen, dann doch nicht. Dann unten ein bisschen angetäuscht, aber auch wieder kein Ausbruch. Also das war echt. Ja, ist im Grunde die komplette Stundenkerze von dem ersten Tag. Da ist den ganzen Tag dran aufgegeilt, ist einfach nur dazwischen hin und her gependelt. Wir hatten hier gesagt, schon unterhalb von 27 so, ne, hat man gesagt, sollte man schon damit rechnen, dass der Markt dann ein bisschen abwärts pendeln könnte. Dass er dann so gegen die 6:30 hier nochmal läuft, von dort wieder hochkommt und dann abrutscht. Also, wir haben das nicht explizit für gestern gesagt, aber die letzten Teile, der Fall, der ist ja hier jetzt mitgerutscht. Warum? Weil wir eben hier gesagt haben, unter diesem Tief, wenn der Markt ja nochmal drunter fällt, sollte aufpassen, weil er dann echt da unten aufbeschleunigen könnte. Wenn Sie mich fragen, sieht das jetzt noch nicht nach einem Aufbeschleunigen aus. Also, das ist eher mehr eine Entschleunigung der Abwärtsbewegung, aber ich will das auch noch nicht zu früh entkräften jetzt hier. Dann braucht bloß eine blöde Nachricht jetzt noch nach 22 Uhr kommen und dann steht er hier tiefer und wenn er tiefer steht, dann schafft er auch eine 5:30. Ich würde deswegen den Pfeil einfach mal drin lassen. An sich ist er noch wirksam. Wann wird er nicht mehr wirksam? Wenn der Markt hier oben drüber nun stolpert, dann wäre hier nochmal die 5:60 letztendlich drin. Ich würde das durchaus hier unten schon ansetzen. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann hier oben nochmal dran laufen. Wahrscheinlich dort aber auch erstmal wieder ein bisschen zur Seite schlagen. Ja, da müssen wir fast schon eine Zeiteinheit noch runtergehen. Mensch, wir sind schon von der 2 Stunden auf die Stunde runter und der eiert hier immer noch so lahm rum. Oben bleibe ich weiter dabei, geht er über die 800 nachhaltig drüber. Glaube ich schon, dass wir auch mehr wie 890 sehen können. Da wir jetzt natürlich eine ganz andere Flughöhe haben, können wir das jetzt noch mal ein bisschen reinholen. So, dann zoomen wir noch mal ein bisschen rein hier. Ziehen wir ein bisschen auf. So, und dann können wir auch wieder die Kerzen erkennen. So, nehmen wir das erstmal so mit. Das sind die wichtigen Punkte. Nicht viel los, geringe Vola. Ja, wenn das so bleibt, dürfte er wieder nach oben laufen. Das steht fest. Na, also dann wird er sich langsam über die 37, dann wird er sich ein bisschen an der 67 versuchen, dort dolle rumhampeln und dann Stück für Stück weitergehen. Kommt aber Unruhe rein, insbesondere zur Eröffnung, Xetra-Eröffnung, 8 Uhr Eröffnung, also Xetra-Eröffnung um 9 oder eben 8 Uhr, wenn die ersten Handelsplätze in Deutschland aufmachen, dann ja, sollte man schon aufpassen. Der ist jetzt hier eigentlich schön weggegappt, hat kaum ins Gap reinarbeiten können. Ne? Es ist immer wieder abverkauft worden. Alles, was er ins Gap an Bewegung reingemacht hat, sehr deutlich auch abverkauft worden. Wir sind jetzt hier ans mittlere Bollinger Band zurückgelaufen. Also, ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass der hier jetzt noch einen Schwung nach unten nimmt. Aber der muss kommen. Der muss unruhig starten. Ne? Dann wäre so eine 620, die wäre hier direkt erreichbar zum Mittwoch. Ne? Und dann müsste sich erstmal zeigen, fängt er sich dort. Oder fängt es sich nicht? Also für mich wäre der Bereich um 6:30, 6:20 eher mehr dann so der Entscheidungszone. Zum Mittwoch geht er tiefer und sehe ich den schon hier auch unter die 5:60 nochmal drunter ballern. Eher so richtig 5:30, dass man das Gap dann hier auch nochmal zumacht. Und dann können da schon wieder langsam nach oben Fahrt aufnehmen. Ansonsten schafft das vorher schon, wie gesagt, hier oben eher mehr so ein bisschen korrektiv hoch. Auch 800 wäre dann denkbar. Muss er aber zeigen, muss er was bringen. Und ja, oberhalb von 800 haben wir drüber gesprochen. Gut. Dann gucken wir noch kurz in den Tagesschart und dann können wir die Analyse schon zumachen. Tagesschart ist jetzt hier erstmal unverändert. Wir haben Doji reingekriegt. Das steht ein bisschen tiefer als am Vortag. Trotzdem noch auf hohem Niveau. Keine lange rote bedrohliche Kerze. Sieht jetzt erstmal nicht wild aus. Würde ich jetzt auch erstmal hier noch nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ansonsten hätten wir im Hinterkopf, dass hier um die 4,60 rum das mittlere Band dann kommt. Super Trendstütz bei 3,30. Also soll das sich hier nochmal Schwung holen. Wir haben hier viele offene Gaps. Ne? Letztendlich hier auch noch eins bei. Ach, das ist es bei 5:30. Na, also, dass man das vielleicht nochmal zumacht.
zusammen mit einem Punch auf die 4,85 oder 4,60, dann schnell wieder nach oben. Würde schon vollkommen ausreichen, dann könnte sich der DAX schon wieder stabilisieren, hätte jetzt aber gar keinen Grund runter zu müssen auf der Ebene. Also das muss man ganz klar sagen, auf Tagesebene gibt es jetzt hier keinen Grund, warum man nach unten müsste. Außer, dass die Stochastik ein bisschen überkauft ist und jetzt auch schon anfängt, auf die Signallinie runter zu triggern. Ist aber noch kein Verkaufssignal, sind auf hohem Niveau, stehen so gesehen sogar, wenn wir es mal von der Brille sehen, stabil, denn das Abwärtsgap wurde nicht brachial wegverkauft, also man hat die Übernachtschwäche eher stabilisiert fast, ne? Man hat den Tag so halten können, wie er reingekommen ist, das könnte man durchaus auch positiv werten und von daher, der Tageschart schon nicht so. Sieht jetzt nicht schlimm aus. Also finde ich jetzt nicht schlimm. Das ist noch hohes Niveau. Das ist völlig normal, dass er da oben ein bisschen zur Seite hampelt und dann wieder die nächste Stufe macht. Also von der Seite, solange ich jetzt keine lange, wenn jetzt hier eine lange rote reinkommt, wäre es ein bisschen, wird es ein bisschen, ja, einen Touch reinkriegen, dass man hier auf die Gaps geht. Eben die 5,30 dann. Wahrscheinlich wäre er dann, aber wenn eine kommt, wäre die eh hier unten. Und dann müsste man schauen, entweder dreht er sich dann da an der Stelle genau wieder hoch. Das passt ja auch zu dem, was wir im Stundenchart drin haben. Oder er geht dann halt tiefer, ne? Und geht er dann tiefer, müsste man tatsächlich dann auch über die Gaps hier sprechen. Ne? 12.935, 13.000, ja, das ist dann schon, da ist dann ordentlich Knaster. Also, idealerweise steigt unser DAX hier oben wieder hoch. Ansonsten knallt er hier drunter, so unter die 440, können wir ja hier eigentlich auch mitnehmen. Ne? Machen wir hier mal ein bisschen noch so ein Risikofall rein. Ballert er hier drunter. Abfahrt! So, den können wir da schon mal drin stehen lassen, weil wenn es dann soweit ist, dann sehen wir da schon wieder ganz viele Longchancen. Dann nehmen wir uns den einfach mit, um das uns vorher schon ein bisschen klar zu machen, dass wir das dann da nicht wollen. Aber ja, das geht dann schon auch hier, ja, bis hier unten auf das Gap. Die beiden Gaps da, hier davon rede ich, ne? Das offene Gap hier links, das hier. Aber soweit ist es noch nicht. Also will da jetzt auch noch nicht. Nee, ich sehe ihn ja eher. Für mich ist das eher positiv gewesen, dass er sich so stabilisiert hat. Mir wäre jetzt nur wichtig, dass er jetzt noch neue Hochs einkriegt. Dann hätte er die Chance, hier Richtung 800 wieder zu versuchen. Geschafft hat die neuen Hochs nämlich nicht. Dürfte schon Gefahr hier 6,20 anzurennen. 6,30, 6,20 zum Mittwoch. Und wenn er die nicht gehalten kriegt, na, dann wird es komisch. Ne? Dann geht das Gap hier zu bei der 5,30 und jo. Gut, alles klar, ich wiederhole mich, das habe ich jetzt alles schon zweimal erzählt, Sie haben es mitgekriegt. Ich drücke Ihnen die Daumen, viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Ciao.